heute mit der Folge Friedensarbeit. Und zwar möchte ich dir die drei Wege aufzeigen in deinen inneren Frieden und warum es so hilfreich ist zu verstehen, eigene Seelenaufgabe das Entscheidende ist, um mit sich ins Reine zu kommen und ein stimmiges, für dich stimmiges Leben aufzubauen. Ja, doch schauen wir uns die drei Wege in deinen inneren Frieden an. Und der erste Weg ist, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Wenn ich merke, ich habe eine innere Unruhe in mir oder ich trage ein Gummiband an mir, in die Vergangenheit zu gehen. Und da ist ja unser Verstand richtig, richtig gut. Geht meistens in die negative Vergangenheit. Dann hat er auch eine Geschichte parat, was da alles schiefgelaufen ist, was in unserer Kindheit schiefgelaufen ist, was gerade in unserer jüngsten Vergangenheit schiefgelaufen ist, was wir als Kind alles hätten bekommen sollen, was wir aber nicht bekommen haben oder was wir hatten, aber was wir eigentlich, worauf wir gerne verzichtet hätten, wie zum Beispiel, dass vielleicht ein Elternteil gestorben ist oder dass du immer wieder umziehen musstest. Und da all diese Sachen, was wir hatten, aber eigentlich gar nicht haben hätten wollen, sagt man das so, also so negative Dinge aus der Vergangenheit, diese Themen, die können wir aufarbeiten, in die Vergangenheit gehen, zum Beispiel zu Therapeuten gehen. Es gibt viele Fälle, da ist das hilfreich und gleichzeitig ist zwei Dinge, die dabei zu beachten sind, wenn du diesen Weg gehst. Und zwar ist der erste, wenn wir in unsere Vergangenheit gehen, dann machen wir potenziell ein Fass ohne Boden auf. Also zumindest kann es ein Fass ohne Boden werden, weil unser Verstand, wenn wir nicht aufpassen, unser Verstand holt sich ja immer die Bedeutung, indem er uns in die Vergangenheit oder in die Zukunft zieht. Das haben wir jetzt auch 5 Tage beim Bewusstheitsseminar kognitiv verstanden und sind dann in die Präsenz gegangen. Der untrainierte Verstand macht das so, er geht in die negative Vergangenheit und kramt damit immer wieder negative Gefühle hoch, die du dann jetzt in der Gegenwart wieder fühlst. Doch das Gefühl entsteht, weil dein Verstand in die negative Vergangenheit wandert oder dein Verstand wandert in die Zukunft und damit erzeugt er meist Angst. Zukunftsangst, weil da ist Unsicherheit, da weiß ich nicht, was kommt, es könnte alles schlechter werden. Und damit holt sich unser Ego-Verstand Wichtigkeit und Bedeutung. Die Gefahr ist, wenn wir unsere Vergangenheit aufarbeiten wollen und dabei nicht unseren Verstand im Griff haben, in dem Sinn, dass wir uns deidentifizieren können von unserem Verstand, dass wir die Identifikation mit unserem Verstand aufheben, dass wir wirklich, wirklich erkennen, die Bewusstheit haben, wir sind nicht unsere Gedanken und dass wir das Gedankenkarussell jederzeit anhalten können und in die Gegenwart kommen können. Wenn das nicht da ist, dann hat der Verstand die Angewohnheit, immer noch mehr Gründe zu suchen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, was alles nicht da war, was wir hätten haben müssen, was Menschen in unserem Leben falsch gemacht haben. Und dann ist das Thema, die eigene Vergangenheit aufarbeiten, sprichwörtlich ein Fass ohne Boden. Die zweite Sache ist, dass wir immer auch Gefahr laufen, einen schlechten Therapeuten zu erwischen, wenn wir in die Vergangenheit gehen. Ein Therapeut, der eigene Projektionen auf uns fährt, der selber noch ein Thema hat, das er nicht erkennt. Und dann kann dieses die eigene Vergangenheit aufarbeiten schwierig werden, weil dann mehr Schaden als Nutzen entsteht. Das ist ganz spannend. Das ist ein Thema, das habe ich mit Stefanie Stahl auch vor kurzem besprochen, die ja Deutschlands bekannteste Psychotherapeutin ist, die genau dieses Thema angesprochen hat, diese Problematik. Das findest du auf meinem YouTube-Kanal, das Video, das ist das aktuellste Gespräch zwischen uns beiden. Doch das ist ein Weg, in den inneren Frieden zu kommen, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten. Nochmal die Gefahr ist, es wird ein Fass ohne Boden. Das zweite ist, voll präsent in die Gegenwart zu kommen. Und das ist das, was wir jetzt 5 Tage bei Bewusstheit gemacht haben. Und der Prozess ist wirklich, wirklich magisch. Er ist Arbeit, weil du darfst im Hier und Jetzt ankommen. Das heißt, du darfst deinen Verstand zur Ruhe bringen. Dass dein Verstand nicht mehr die ganze Zeit am Denken ist und damit diese innere Unruhe kreiert. Ja, und dann gibt es einen dritten Weg, in deinen inneren Frieden zu kommen, der sich so ein bisschen auf die Zukunft bezieht.
Und das ist zu verstehen, was für dich jetzt zu tun ist. Wie du dich in deinem Leben ausrichten kannst, was deine Seele hier verwirklichen möchte, warum du auf dieser Welt bist, was deine Seelenaufgabe ist und vor allem, was in der Aktualität der Zeit jetzt zu tun ist. War ein kurzer Podcast, so direkt nach dem Seminar. Ein Gedanke, wie du in inneren Frieden kommst. Hab eine tolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Christian.